Lieber Kollege Rehberg, Sie dürfen reden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Weidel, die Tonlage, die Sie eben hier oder wie Sie vorgetragen haben, die erinnert mich an manche Veranstaltung, wo Erich Honecker und oder Walter Ulbricht gesprochen haben. Genau das war die Tonlage. Das war die Tonlage. Und was Sie hier machen wollen, das ist eine Verhetzung gegen Europa, gegen eine 70-jährige Friedensgeschichte, gegen eine 70-jährige Nachkriegsgeschichte. Das ist das, was Sie hier abziehen. Und wenn Sie Ihren Antrag als Sachantrag bezeichnen, dann sind da Verschwörungstheorien drin, Halbwahrheiten, Unwahrheiten, und Sie fordern die Bundesregierung, Sie fordern den Deutschen Bundestag zum Rechtsbruch auf, nämlich zum Rechtsbruch gegen die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Und das ist mit uns nicht zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie meinen, dem deutschen Steuerzahler angeblich weiszumachen, dass er und wir als Bundesrepublik Deutschland durch die europäische Einigung, durch den Prozess, der Mitte der 50er Jahre begonnen hat, der nachher seine Vollendung fand in den Verträgen von Maastricht und was die Geldpolitik betrifft, mit der Gründung der Europäischen Zentralbank, dann kann ich Ihnen nur sagen, wer scharf rechnet, weiß, dass der Euro der Bundesrepublik Deutschland seinen Bürgern und Bürgern der Wirtschaft Milliarden an Euro-Vorteilen gebracht hat. Deutschland stände heute nicht da, wenn wir nicht Europa und den Euro hätten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen setzen wir als Union sehr viel Wert darauf, dass Europa nach schwierigen Jahren wieder wettbewerbsfähig wird und ein bisschen Benehmen gehört im Deutschen Bundestag mit dazu. Nicht mehr, nicht weniger. Wir sind seit 2009, 2010 nach der Finanzkrise durch eine schwierige Zeit im Euroraum gegangen. Wir haben in verschiedenen Stufen dafür gesorgt, dass der Euroraum zusammenbleiben konnte. Und das war insbesondere im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Europas und insbesondere im Sinne der deutschen Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, was wir getan haben, auch die EZB, Frau Kollegin Weidel, wenn Sie von Vertragsbruch sprechen, dann gucken Sie sich die Urteile des Europäischen Gerichtshofs an, des Bundesverfassungsgerichts. Und ich warte in Ruhe ab auf das Urteil des EuGH und des Bundesverfassungsgerichts, jetzt im letztgenannten Fall. Sie suggerieren in Ihrem Antrag, als ob das Bundesverfassungsgericht Ihren Aussagen recht gibt. Mitnichten ist das so. Sie tricksen mit wörtlicher Rede rum. Das ist infam, wie Sie Ihren Antrag aufgebaut haben. Mehr kann ich Ihnen zu diesem Thema nicht sagen. Und wir begreifen europäische Solidarität als Hilfe zur Selbsthilfe. Und mit den Programmländern Portugal, Spanien, Irland, Zypern, auch Griechenland ist durchaus auf einem guten Weg, haben wir miteinander dafür gesorgt,
dass sich der Euroraum insgesamt stabilisiert. Das war ein Beitrag der Konkurrenzfähigkeit Europas und des Euroraums in einer globalisierten Welt. Das, was Sie wollen, ist das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Das ist mit diesem Deutschen Bundestag nicht zu machen, zumindest nicht mit der Mehrheit. Danke schön. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist Kollegin Bettina Hagedorn.